Es ist Dienstag, der 16. August 2022, kurz nach 9 Uhr. Wir starten zu unserer vierten Etappe. Heute geht es von Gunzenhausen nach Eichstätt. Wir fahren etwas mehr als 70 Kilometer, nennenswerte Höhenmeter gibt es dabei nicht. Es ist sonnig und warm. Beste Bedingungen zum Fahrradfahren. Nach den Pannen auf den beiden vorherigen Etappen wird es heute ein ruhiger Tag mit viel Landschaft und wunderbarer Natur. Apropos Landschaft, die ändert sich heute deutlich. Bis Treuchtlingen geht es noch durch weite Feld- und Wiesenlandschaften. Danach erreichen wir das fränkische Jura. Das Altmühltal wird enger, die Hänge steiler und wir fahren an teilweise bizarren Felsformationen vorbei. Eichstätt, das Ziel unserer Etappe, ist eine sehr sehenswerte Stadt, die wir bei einem längeren Abendspaziergang erkunden. Thank you.
as we dance. As we dance.
Das war Etappe 4 unserer Radreise von Würzburg nach Bozen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber freuen wir uns sehr. Tschüss, bis zur nächsten Etappe.